Sniper, also Support Heavy. Das ist immer so, in der ersten Runde kriegt man immer genau alle vier Klassen einmal, wenn man alle durchkriegt. Finde das zwar Quatsch. Aber naja. The recovered artifacts are being unloaded and the research team is waiting your orders. So. Build Items, davon brauche ich auf jeden Fall wieder zwei. Start New Research Project. Ich weiß nicht, wenn ich mit Xenobiologie wirklich anfange. Ja, wahrscheinlich fange ich Xenobiologie an. Wieso habe ich jetzt eine Officer Training School? Ach, die muss ich auf Classic erst noch bauen. Oh Gott. Das habe ich überhaupt nie gerafft. Commander to Mission Control. Commander to Mission Control. Wow. Also natürlich. Das ist natürlich hart. Dass ich das nicht gerafft habe. Habe mich eine ganze Zeit gewundert, weil ich das. Nee, Build Facilities wollte ich. Nee, da war ich da. Build by Items. Ein Sendit habe ich glaube noch, von daher werde ich jetzt erstmal meine Soldiers anpassen. Eins, zwei, drei, vier. Commander, we've picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Ich gehe nach Nigeria. Dafür, das gibt's wohl bei Classic gar nicht. Classic kann ich aber bloß mit vier Leuten in einem Squad spielen. Na, dann spiel ich auf jeden Fall auf normal, ey. Aim. 60. 5. Wir gehen mit dem höchsten Aim. 70 Standard Aim. Nice. So, damit beginnt der Kampf in der zweiten Folge von XCOM Enemy Unknown. Strike 1, this is Central. You are free to engage all hostile contacts in the AO. Don't take any chances. So, Reaperman hat. Die beiden Vornamen natürlich, ach Gott. Wenn vorne natürlich die gute Statistik. Hab's gehört. Aber wie ist noch bis dahin, würde ich sagen. Ja, kann ich gute Statistik, sage ich, die beiden vorne, ich meinte natürlich die.
Alien-Objekt in Sicht. Die Medikits. Unterwegs. Noch genug Runden haben, um da halbwegs sicher hinzukommen. Verstanden, Commander. Ich bin mir lieber da, dass er hier auf meine Seite guckt, weil ich weiß nicht, ob er da hinten irgendwas aufdeckt, was mich dann plötzlich angreift. Solange die mich nicht sehen, sehe ich sie ja auch nicht. Okay, da links ist das nächste. Begebe mich auf Position. Wurde gesichert. Meld collected, sehr gut. Eigentlich sollte es hier noch nicht so viele Gegner geben. Doch, das ganze Deckung, sehr gut. Weil das zählt nicht als ganze Deckung. So, wo müsste ich denn da, wenn ich hier die ganze Deckung habe? Da vorne hin, aber dann weiß ich nicht, ob da irgendwas ist. Blub, 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 blub. Zuerst Soldaten und dann die. Dann das Meld. Also, das ist echt schlimm. Das Problem ist, dadurch, dass das hier sozusagen Zeit, in Anführungszeichen Zeit, Druck macht, okay. Will ich mich auch schnell entscheiden. Ich schicke ich mal da, damit ihr mal so ein bisschen vorscoutet. Sieht nicht so aus, als dass da irgendwas wäre. Oh, da ist Volldeckung, da kannst du dann bestens schauen. Oh, da sind dann die ersten Feinde. Da ist auch das andere Meld. Dann wirst du trotzdem in Sicherheit stehen. Jetzt habe ich eine ganze Deckung, wo ich da beschießen kann mit meinem Puppi. 55. Die Frage, werfe ich ihnen direkt meine Granate an die vor die Füße? Wahrscheinlich mache ich das am besten. Wenn sie keine Chance haben zu schießen. Werfe Granate. Ich hoffe, ich verwische das Meld jetzt nicht mit. Sehr gut. Perfekt. Bumm. Dahin erstmal. Da schaut mal dahin. Ich dash mal bis zum Guppi vor. Du musst mal hier rüber dashen. Damit wieder alle auf einer Stelle sind und Geld helfen können. Da drüber laufen, herrlich. Sectoid deceased? Was heißt das denn? War der noch zu retten oder was? Das ist der Sectoid. Konnte man ja noch wieder irgendwie aufleben lassen. Okay.
So, ich verstecke mich mal da. Und du bleibst ein bisschen hin als Sanitäter. Sanitöter. Ja, doch sogar schießen. Oh, du machst sogar einen Kill. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich so jemanden hinten lasse. Na, die andere Seite ist auch noch mit. Kubi macht zumindest einen zweier Treffer. No charges available, logisch. 35% ist aber echt nicht viel. So, du deckst. Gibt sich hier hin, dann sollten sie sich nicht sehen dürfen. Oh, shit. Ich mach dumme Entscheidungen. Dumme Menschen machen dumme Entscheidungen. Rücke aus. 36, 55. Overwatch. Also ich zweite Leute auf Overwatch. Und wahrscheinlich wird er einfach schießen. Oder verstärken und dann schießen. Ich stelle mitten ins aufs Feld und geht auf Overwatch, okay. Dann ist der da hinten aber auch auf Overwatch, den ich jetzt gerade nicht sehe hier. Wer da? Welche Granate wäre? Komme ich bis dahin? Jawohl, komme ich bis dahin. Darf ich mal sagen, Granate, go, go, go. Dann sind schon mal drei tot. Aber ich finde es immer noch doof, dass diese Rückkopplung nicht als Kill zählt. Doch, sie hat das Kill. Sehr gut. Ja, da war das schon Folge 2. Ich mache sie jetzt ein bisschen schneller, nehmt es mir nicht übel. Aber, ja, wir haben es ja schon alles gerade von bei nicht mehr zwei Wochen gesehen. Gubi wird wieder heavy. Shelly Holmes wird wieder Assault und ich habe wieder Sniper. Ich habe ein Déjà-vu. Aber richtig. Ich habe wieder so einen schlechten Aim. Jetzt darf ich Laboratory bauen. We will be in touch, Commander. Every member of the council is going to want satellite coverage, so we should plan our deployments carefully. 50 von den United States haben wir übelst wenig, aber warum habe ich Monthly Income 145, das verstehe ich nicht. Also anscheinend gibt es da ein Minimum, was du bekommen musst. 110, 130, 50, 70, 160 von South Africa. Vor allem, wenn ich den Bonus kriege, ich nochmal 30% extra. 50. Russland ist immer hoch. Deutschland 80, China 50, 190 von Japan. Was? Ach, das ist extrem auf zwei Länder. Also Japan brauche ich auf jeden Fall und was war Südafrika, ey. Krass. Die sind noch beim Ausgraben. Ja, danke fürs Zuschauen der zweiten Folge. XCOM Enemy Unknown. Und bis bald.